Ja, der Stream gestern von Bungie war ja, der war absolut geil. Zunächst einmal hat uns Luke Smith begrüßt, wo viele irritiert waren, weil der hat ja eigentlich bei Bungie aufgehört als Game Director. Und jetzt stand da nicht irgendwie unten im Titel ehemaliger Game Director oder sonstiges, sondern da stand Exclusive Creative Director. Das heißt, er arbeitet jetzt wieder bei Bungie? Ich weiß es nicht. Dann, ja, ging es halt direkt los mit dem Gameplay. Man sieht ja, unten links in der Ecke ist irgendwie alles anders. Also man hat verschiedene Klassenfähigkeiten, dann ist unter der Superleiste noch eine weitere Leiste und erstmal totale Verwirrung. Und dann sieht man halt, wie der Hunter diese Fähigkeit benutzt, diese Fähigkeiten, alles halt gleichzeitig und keine Ahnung. Und absolut, absolut geil auf jeden Fall. Und die haben das jetzt so erklärt, dass das wohl der neue Fokus ist. Und zwar Prismatic, also prismatisch. Und dort kann man viele Fähigkeiten, aber auch Aspekte einfach von anderen Ultis reinpacken. Das hat man in vielen Gameplays gesehen, dass zum Beispiel einfach der Titan den Nahkampf drin hatte von Strand. Dadurch hat er drei Strand-Aufladungen, hatte aber auch die Stasis-Granate, wo er dann die Wand gezogen hat. Dann ist er geslidet, weil er anscheinend den Solaraspekt auch noch drin hatte. Wenn er slidet, kann er mit den Hammern so nach oben gehen und draufhauen mit Solarschaden. Also hat er geslidet, dann wurde auf einmal von Strand wurde der Nahkampf zu Solar und er hat alles zerhauen. Dann zum Beispiel kann man noch nach hinten dodgen als Titan, wegen der Akkusfähigkeit, aber wegen dem Aspekt von Strand zum Beispiel, den man dann auch noch mit reinnehmen kann, geht in dem Moment so eine Bindungswelle raus und die Gegner werden aufgehalten, schweben in der Luft. Ja, und dann machst du noch einen Donnerkrachen oben drauf. Das war absolut krass. Das ist richtig geil. So viel Potenzial, aber das ist so game-breaking. Also wirklich. Oder auch bei dem Warlock hat man auch gesehen. Der hatte auch zum Beispiel Strand drin, drei Nahkampf. Hatte aber den Aspekt drin, dass er, wenn er slidet, diesen Akkus-Nahkampf machen kann, so nach oben slidet. Und dadurch hatte er das halt dreimal. Dann hat er noch die Akkus-Granate drin und dass er, wenn er es hält, dass es ein Geschütz wird. Oder hat zum Beispiel dann noch die Fähigkeit drin, dass er den Phoenix Dive nach unten macht, aus Solar. Aber auch noch den Aspekt drin, dass wenn er das macht, dass dann Threatlings rauskommen, die eigentlich dann aus dem Riff rauskommen würden. Es ist so krass, wirklich. Und dann wurde auch noch das nächste vorgestellt. Und zwar gibt es nämlich für jede Klasse einen Exo-Klassengegenstand. Nicht so ganz wie in Destiny 1 zu den Zeiten von Taken King. Da hat das Exoklassen-Item ja einfach nur ein bisschen mehr EP gegeben. Ich glaube, das waren 20% oder so. Hier ist es jetzt so, dass dieses Klassen-Item random zwei Exo-Perks von irgendwelchen Exos nehmen kann. Das heißt, man kann auch als Titan, das hat man auch im Gameplay gesehen, einen Exo-Perk haben von der Assassinenkappe vom Hunter. Wenn man nämlich dann einen Nahkampf-Kill macht, dass man unsichtbar wird und vielleicht dann gleichzeitig noch irgendwas anderes auch vom Titan oder vom Warlock. Absolut krass. Dann wurden auch noch neue Gegnertypen vorgestellt. Klar, also wir haben den Tormentor. Dann haben wir noch diese zwei anderen, etwas länglicheren, mehr so Ryuk-ähnlichen Gegner. Einmal mit Stasis, einmal mit Strand. Und dann gab es noch neue Gegner bezüglich so Fliegeviecher. Das sind irgendwelche Fledermäuse gewesen. Wenn die einen anschreien, ist man unterdrückt und kann keine Fähigkeiten mehr machen. Dann gab es noch einen Hunter-ähnlichen Gegner, der ziemlich stark ist, schnell ist und so zwei mega Schwerter drin hat und richtig viel Schaden macht. Und dann gab es noch Psions, wie die gemeint hatten, veränderte, korrumpierte Psions, die auch vom Model her sehr passen, die dann auch Gegner rumziehen und durch die Gegend schmeißen. Da könnte man auch sagen, okay, weil die Psions, die sind ja von den Kabalen, haben die sich abgewandt von Keitel, es sind nur noch ein paar da gewesen. Man weiß ja auch, dass sie die ein bisschen hintergangen haben. Und vielleicht sind die jetzt ganz zum Zeugen korrumpiert. Auf jeden Fall richtig geil. Und das war so das Große und Ganze. Also mega Announcement, finde ich. Richtig geil inszeniert. Ich kann da einfach nichts mehr hinzufügen. Also ich fand es richtig geil. Ich war total überfordert. Ich habe wirklich gesagt, so, ey, ich kann nicht mehr, weil die ganzen Möglichkeiten, die man sich durch diese Ulti bedenken kann, die ist einfach Wahnsinn. Und das ist so game-breaking. Da muss es irgendeinen Haken geben, weil das wird man nicht einfach so, ja, jetzt hier. Keine Ahnung, dass dann vielleicht auch irgendwann Destiny 3 kommt und man sagt so, yo, jetzt habt mal Spaß, die paar letzten, das nächste Jahr und danach neu oder. Also irgendwie hoffe ich das jetzt nicht, weil ich finde das cool. Das soll jetzt da nicht wieder weggenommen werden. Oder irgendwie, man kann es nur im Reisenden benutzen. Also keine Ahnung. Und was sie auch noch gezeigt haben, ist, dass Vorbesteller von der Collector's Edition jetzt noch zusätzlich noch ein Emblem bekommen und noch ein Schiff. Also so ein Pyramidenschiff.
als Schiff, wenn ihr das jetzt vorbestellt. Oder auch die, die es schon vorbestellt haben. Da müsst ihr dann einfach nur zu dem Kiosk hingehen, zwischen Raoul und Benji, und könnt euch das da dann abholen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich finde das ziemlich krass. Aber ich freue mich auch mega drauf. Wir müssen hier weg. Los, weiter! Los! Der Zeuge stürzte den Reisenden in die Dunkelheit, um diese Bedrohung zu nutzen, um uns auszulöschen. Etwas am Hüter ist anders. Neue Macht. Ich spüre sie.